SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans tritt beim Parteitag Mitte Dezember nicht mehr als Vorsitzender an. Der 69-jährige Politiker aus NRW will Jüngere ranlassen. Norbert Walter-Borjans ist gewählt mit 89,2%. Seine Mission, die SPD wieder auf Kurs zu bringen, sieht Walter-Borjans als erfüllt an, sagte er in einem Interview mit der Rheinischen Post. Er gehe mit dem guten Gefühl, die Partei mitgeprägt zu haben. Vor 2 Jahren war der ehemalige Finanzminister von NRW von den SPD-Mitgliederinnen und Mitgliedern zusammen mit Saskia Esken zum Parteichef gewählt worden. Der sehr wahrscheinliche nächste Bundeskanzler Olaf Scholz will eigenen Angaben zufolge nicht SPD-Chef werden.